So Leute, ich bin's, MC Arschel. Und wie man hier unten an der Version Nummer sieht, wir haben eine neue Version. Ich muss mir sagen, ich habe von diesem Update mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, aber es kommt eventuell ein bisschen noch was dazu. Zuerst mal kommt hier der Name Let's Play wieder. Wir fangen ein neues Safe Game an. Ich muss dazu sagen, das alte Safe Game ist aber nicht gelöscht. Das heißt, wir werden ab und zu mal hin zurückschalten. Eventuell, also steht noch nicht hundertprozentig fest. So, dann kann man hier eine zusätzliche, eine Flagge auswählen. Es sind die hier alle vorgegeben, bis auf die hier. Die habe ich einfach billig bearbeitet. Ich habe hier dieses Ding genommen und hier einfach MC Arschel Industries hingeschrieben. Die nehme ich. Und dann, okay. So, die, falls man das jetzt da im Menü nicht ausgewählt hat, kann man hier auf die Flagge klicken und das einfach ändern. Dann gehen wir mal und gucken, was neu ist. Einmal das hier. Man muss jetzt nicht dieses Cockpit unbedingt zuerst auswählen. Ich habe den Keyframe-Mod mit drin. Ich muss aber dazu sagen, diese Version des Keyframe-Mods ist, glaube ich, nicht für diese neue Version hier gedacht. Ich habe einfach die alte von der 0.19. einfach hier reingeschoben. Funktioniert auch. Ich weiß aber nicht, ob es so gut funktioniert. Ja, dann was neu ist, ist einmal, dazu muss ich erst so ein Port hier nehmen, also einmal dieser Landing Can hält eine Person und dann, ja, ist ungefähr, wenn man das jetzt mal vergleicht, so mit dem hier gleichzusetzen. Dann haben wir ein großes davon. Ist halt hier wie dieses Ding. Nur halt noch mit ein bisschen oben drauf. Dann haben wir, also das ist unbemannt, die beiden sind bemannt. Dann haben wir einen Sitz, den man draußen irgendwo anbringen kann. Wo sich die Kürbels dann auch reinsetzen können. Also ich zeige jetzt ein bisschen und dann, ja. Dann haben wir hier Remote Guide Unit. Einmal dieses. Einmal dieses. Ist einfach halt, ja, wie der Name schon sagt, ferngesteuert. Also unbemannt. Und ist einfach nur halt für große Raketen. Wenn man jetzt aber, weil bis jetzt gab es immer bloß diese kleinen hier. Dieses, alles ja unbemannt. Waren ja alles bloß kleine. Und sowas gibt es jetzt halt auch in den drei Stufen. Einmal das Ding, mittel, das Ding, mittel, groß. Ja, sonst muss ich mich natürlich für die Aussage entschuldigen, dass ich letzte Folge gesagt habe, es kommt eine Fun-Folge. Ich werde es noch probieren, zu einer zu machen. Also da noch ein bisschen was mit dran machen. Aber ich kann es nicht wirklich versprechen, ob es eine wird. Dieses Update ist am 22. rausgekommen. Ich habe es erst heute durch Zufall bemerkt. Also ich kriege zwar da immer dieses Update-Fenster, aber das habe ich beim alten ausgeschalten gehabt und dadurch habe ich es nicht gleich mitbekommen. Ich habe dann aber auf Kürbels, also hier ist dingskürbels.com, Kürbel Space Programm, genau so rum, habe ich nachgeguckt halt und dann bin ich darauf gekommen. So, dann nehme ich dieses Ding nochmal, damit ich hier auch alles andere auswählen kann. Dann möchte ich sagen, ist diese Engine neu. Das ist mal jetzt zum Vergleich diese hier mit halt 650 maximal Power, also ein bisschen runtergestuft. So, dann, also jetzt von dem was neu ist. Also Keyframe, das ist alles Keyframe, das ist alles nicht neu. Das habe ich, wie gesagt, aus dem alten Part genommen. Dann ist hier was neu. Ja, warte mal, hier war noch diese Engine. Nee, Basic Jet war nicht neu. Na gut, dann war es die einzige, die neu war.
Controls, da ist nichts Neues dabei. Struktur. Auf dem ersten Blick nichts Neues. Aerodynamik, auch nicht. Utility, halt hier, das ist alles von meinem. Nee, also nicht von meinem Keyframe-Mod, aber von einem Keyframe-Mod. Das ist nicht original im Spiel. Das hier drunter allerdings schon. Und hier ist etwas Neues, und zwar ein großer Docking-Port. Also wir haben ja einmal, sagen wir den für Probes. Dann haben wir zweimal einen normalen. Einmal abgeschlossen, einmal geöffnet. Und jetzt auch für große Dinger. Also hier kann man den einfach andocken. Zack. Dann haben wir hier unter Utilities noch etwas Neues. Nämlich hier auf dieser Seite. Kann auch sein, dass es bei euch auf der anderen Seite ist, weil ich habe ja noch Mods drin. Und zwar eine andere Art normale Reifen. Um die mal jetzt mal mit den anderen zu vergleichen. Die können hier mehr aushalten und verbrauchen auch weniger. Also wenn man sich die mal anguckt, die haben hier, ja, jetzt habe ich mit dem Finger drauf gezeigt, hier was dieses Reduce Consumption Rate ist 1.0 und hier 0.7. Dann Impact Tolerance 200, hier 300 und Maximum Speed haben sie beide 60 Meter pro Sekunde. Vom Gewicht her 0.07, 0.05. Also sind die hier leichter. 0,05. Ne, die anderen sind leichter. Entschuldigung, die sind leichter als die hier. Was ich eigentlich nicht so ganz verstehe. 0,07. 0,05. Ja, die sind leichter. Die sind leichter als die. Keine Ahnung. Das stört mich auch nicht. Und hier unter Science alles beim Alten, außer die beiden, die sind von meinem, jetzt eigentlich wieder meinem Keyframe-Mod, ich habe einen Mod gemacht, nee, habe ich nicht. Ja, dann sind die Flaggen halt neu. Dann, um es kurz zu zeigen, Safe Launch, diese Animation ist neu. Also wie gesagt, das hier ist ein Ein-Mann-Pod. Eway, der hat auch eine, wie ich finde, relativ gut aussehende Innenkabine, wo man auch den Körbel zwar jetzt nicht sieht, aber seine Hand zum Beispiel. Es ist zwar nicht animiert, wenn ich jetzt hier Dings mache, aber wird eventuell irgendwann noch kommen. Schätze ich. Ja, sonst ACS, SAS, ja. Gut. Also so viel zu dieser Hülle. Dann kommen wir jetzt dazu, wenn ich hier in diesem Menü bin, gibt es einmal die Option Information. Da wird uns jetzt die Information über unsere Rakete gegeben, die wir gerade steuern. Und zwar einmal ist hier, wie viel Parts insgesamt sind und wie viel, welche Masse das hat. Wo wir, also in welcher Atmosphäre, nicht Atmosphäre, wie sagt man dazu, doch umkurbeln, um was wir in Orbit machen. Also wenn da jetzt steht zum Beispiel Sonne, werden wir um eine Sonne machen, hier jetzt in dem Fall umkurbeln. Und Situation ist halt, was wir gerade machen. Wir sind bereit zum Starten und wir sind natürlich noch nicht losgeflogen, also haben wir auch keine Zeit. Dann ist hier, wo wir halt gelandet sind, unsere Position. Einmal Nord, einmal West. Und wenn man jetzt starten würde, also fliegen würde, würde hier, glaube ich, hier Höhe stehen und hier unten Geschwindigkeit. Dann haben wir nochmal was zur Crew. Und ja, sonst ist, kann ich jetzt leider schlecht zeigen. Dazu müsste ich, ach komm, roll mal kurz runter. Beruhig dich.
Mach lieber Assassin. Tuck, 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 tuck. Roll weg. Los. Braucht man gar keinen Rover mehr bauen. Man rollt einfach die Command-Kapsel. Rollen, rollen, rollen. Kostet okay eine Electric Charge. Also von daher. Und ja, landen. So, und wenn ich jetzt noch eins starte, hoffentlich kann ich das. Nein, also dann würde man auf jeden Fall hier oben was Neues im Menü sehen. Also jetzt in dem anderen Menü, also muss ich noch mal ein Stück weiter weg. Da ist meine Flagge übrigens noch mal. Wie gesagt, ist ganz simpel gemacht, die Flagge. Ich habe da einfach eine genommen und mit billigem Bearbeitungsprogramm da halt MC Arschel Industries hingeschrieben. So, zack. Jetzt sind wir hier runter, jetzt sollte das auch gehen. Ja, natürlich muss ich jetzt noch anhalten. Space Center. Und jetzt kann ich es nochmal durchschicken. Ich kann auch nochmal eine andere Flagge wählen. Denke, dass es eine andere ist und dass es dann auch, wenn ich eine gesetzt habe, dass die sich ändert, denke ich. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich werde es gleich mal ausprobieren. Und wenn ich jetzt hier im Menü gucke, also dazu müsste ich jetzt hier oben im Orbit welche haben. Auf jeden Fall kann man dann einteilen zwischen den ganzen Kategorien, die man hier bestimmen kann. Also zwischen Müll, zwischen Space, zwischen Rover, zwischen Probe, zwischen Station, Lander und Chip. Wird halt einem alles angezeigt oben, wie viele sind, und man kann es auch direkt auswählen. Oder ich gucke mal kurz, ob ich es euch zeige, wenn ich an der Tracking Station bin. Genau. Dann sieht das nämlich so aus. Ich denke, das ist nur bei der Tracking Station. Ich habe gerade Müll gelabert. Also bei der Tracking Station sieht das halt so aus. Man hat hier jetzt die Einstufung zwischen Müll, Probes, Rovers, Landers, wie ich halt gesagt habe, Flaggen, EVAs natürlich auch, also wenn man draußen ist, und Flaggen, und da kann man dann halt auch hinspringen. Oder wie wir zu unseren Schiffen und haben hier diese beiden und wählen eins aus und sind da. Zack. Dann probiere ich mal auszusteigen. EVA. Let's go. Ach, hier. Da. Plant Flag. Und ich sag mal, dann setze ich jetzt hier eine hin. Mit einer schönen Animation. Also schön ist jetzt für jeden. Und Zeitnamen MC. Arsch. Kann ich nicht mal meinen Namen richtig schreiben. Schell. Erde. Test. Okay. So. Dann kann ich einmal die Flagge wieder wegnehmen und lesen, was oben steht. Test. So. Und hier steht halt, wie ich es gesagt habe, MC Arschel Industries. Gut, ist zwar jetzt vielleicht nicht sonderlich das Beste, aber wenigstens immerhin was. So, und wenn ich jetzt nämlich Space Center gehe, kann ich über diese Tracking Station auch meine Flagge auswählen. Fliegen. Gut, eine Flagge fliegen ist jetzt ein bisschen vielleicht dämlich ausgedrückt, aber ich kann zu der Flagge hingehen. Ich kann sie natürlich nicht steuern, also nicht sagen links, rechts, oben oder unten. Ich kann jetzt aber jederzeit hier gucken, wie es hier ist. Also sag ich mal, wenn ich auf Eve habe, dann kann ich jederzeit gucken, wie es da bei Eve jetzt gerade zu der Zeit aussieht. Oder halt sämtliche anderen Planeten. Und das wird dann auch irgendwann unser Ziel sein, dass wir alle Planeten und Monde mit so einen Flaggen versehen. Alle ist jetzt vielleicht ein bisschen viel ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich im Großen meine. So gut wie wir es halt hinkriegen. So, na dann holen wir die Flagge wieder ein. Deck down.
Zack, weg ist er. Und da haben wir sie auch wieder. Man muss sich dann nur kurz ein bisschen drehen, bewegen und dann ist er wieder da. So, man kann, ich denke, auch mehrere Flaggen platzieren. Ich habe noch nicht ganz so damit beschäftigt, aber ich hoffe, wenn ich das jetzt so... jetzt aus dem... Nicht FF hier, sondern aus dem... Spontan heraus. So, geh mal kurz rein. Ich glaube nämlich, da muss ich eine neue holen. Also einfach einsteigen. Und, ja klar, wieder aussteigen. Yeah. Und dann sollte er auch schon eine neue Flagge haben. Da ist er wieder. Also man muss dann einfach, wenn man eine platziert hat, wieder eine holen. Aus der Kapsel einfach einsteigen und wieder aussteigen. Und dann kann man auch eine weitere platzieren. Kann der auch wieder einen Namen geben. Bla. Und dann haben wir hier jetzt zwei Flaggen. Können auch beide wieder mitnehmen. Und dann wird es auch diesmal angezeigt mit zwei Flaggen. Ja. Dann würde ich sagen, habe ich alles erstmal gezeigt. Ich habe leider keine Zeit mehr, um zu erklären, um eine Fun-Folge draus zu machen. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen, bin ich auf der neuen, auf die neue Version eingegangen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht sonderlich gut darin. Aber ich denke mal, man hat mich so einigermaßen verstanden, was ich halt sagen wollte. Und unsere erste Aufgabe, die wir dann demnächst machen, ist... Natürlich, es wird dann erstmal eine Fun-Folge geben, wenn ich es versprochen habe, probiere ich es auch immer einzuhalten. Hier ging es jetzt leider nicht, aber das ist hoffentlich verständlich, da in der Version rausgekommen ist. Ich hätte zwar eigentlich schon eher machen müssen, aber... Und nochmal zu sagen ist, ich hatte zwar schon am Anfang gesagt, aber... Die mit der neuen Version ist unsere alte Welt nicht gestorben. Ich habe sie noch, aber wann wir da mal drauf zurückgreifen, das muss ich halt noch sehen. Ob oder ob nicht. Also es kann nur sein, dass wir da überhaupt nicht mehr zurückgehen. Aber sie ist auf jeden Fall nicht weg. Ja, dann hoffe ich mal, euch hat dieser Part gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, was auch immer gerade bei euch ist. Und wünsche euch noch viel Spaß beim, was immer ihr gerade macht. Sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschle. Bye, bye.